Was würdest du tun, wenn du in einem Todesspiel gefangen wärst und jeden Mitspieler töten müsstest, um zu entkommen? Ich erkläre dir, welche Fehler gemacht wurden, was du tun solltest und wie du den Escape Room in Head Game besiegen kannst. Diese Frau wird die schlimmste Nacht ihres Lebens erleben. Jackie ist bereit für ihre Verabredung mit einem mysteriösen reichen Mann und kann es kaum erwarten, herauszufinden, was er vorhat. Ihre Mitbewohnerin kann ihr Glück kaum fassen und verabschiedet sich von ihrer Freundin, nichts ahnend, dass es das letzte Mal sein wird, dass sie sich sehen. Später in der Nacht fährt Chris, der reiche Typ, sie von ihrem Date nach Hause und fragt sie, ob sie seine Freunde treffen möchte. Da Jackie gerne mehr Zeit mit ihm verbringen möchte, nimmt sie sein Angebot an und das ist genau das, was er hören will. Sie fahren weiter weg von der Stadt und er führt sie in einen Nachtclub mitten im Nirgendwo. Aber irgendetwas ist merkwürdig, keiner der Gäste kennt den anderen und jeder wurde als Date mitgebracht. Das ist verdammt seltsam. Aber Chris beginnt, ihnen einen guten Wein einzuschenken, während die Frau einen Toast ausbringt. Sie begrüßt die Gruppe und verrät, dass alle Gäste aus einem besonderen Grund eingeladen wurden, aber niemand stellt das in Frage, während alle ihre Gläser heben und trinken. Jackie amüsiert sich köstlich, doch dann wird ihr schwindelig und ehe sie sich versieht, fällt die Frau in Ohnmacht. Später wacht sie zusammen mit den anderen Verabredungen in einem Lagerhaus auf und stellt entsetzt fest, dass sie alle ein Kameraobjektiv direkt auf der Stirn haben. Während die Gruppe versucht herauszufinden, was los ist, hören sie plötzlich eine Stimme über die Gegensprechanlage. Die Sprecherin verkündet, dass sie für die nächsten 12 Stunden in diesem Gebäude gefangen sind und ein tödliches Spiel spielen müssen. Ihr Ziel ist es, einen Schlüssel zu finden und damit den Ausgang zu öffnen, aber es kann nur einen Gewinner geben. Alle sind verwirrt, aber Mike hat genug gehört. Er geht zur Tür, um sie mit Gewalt zu öffnen, aber sie geht nicht auf. Jackie schreit, dass sie das nicht spielen werden, aber die Sprecherin ignoriert sie. Sie erklärt, dass die Kameras in ihren Köpfen es dem Publikum ermöglichen zu sehen, was sie sehen, und warnt sie davor, sie zu stören, sonst würden sie auf der Stelle gefoltert. Sie sind völlig hilflos, doch Mike weigert sich zu kooperieren und beginnt, sich die Linse aus dem Kopf zu reißen. Kaum hat er sie entfernt, schreit der Mann vor Schmerz auf, als etwas sein Gesicht zum Schmelzen bringt. Die anderen sehen zu, wie der Mann zu Boden fällt, entsetzt über die Brutalität der Bestrafung. Die Moderatorin verrät, dass sich in jeder Kamera ein Säurefläschchen befindet, das nach 12 Stunden alle töten wird und nur der Gewinner es entfernen lassen kann. Dann beginnt der Countdown und das Spiel um Leben und Tod beginnt. Okay, Jackie hätte das kommen sehen müssen. Wenn ein superreicher Typ dich zu einem Date einlädt, sollte jeder, der 50 Shades of Grey gesehen hat, wissen, dass das leicht so etwas werden kann, womit du nicht gerechnet hast. Das erste Anzeichen, dass etwas nicht stimmt, war im Club, denn anstatt mit ihr zu tanzen, starrte er aus dem Fenster im ersten Stock wie ein Casino-Boss. Das ist kein normales Verhalten für eine erste Verabredung und es ist noch unheimlicher, wenn man die Rede der Freundin unterbricht. Sie sagte, dass jeder aus einem bestimmten Grund eingeladen wurde, aber das impliziert, dass sie alle aus einem bestimmten Grund ausgewählt wurden. Es ist klar, dass es einen Hintergedanken gibt und wenn Jackie zuerst in ihre Sicherheit gedacht hätte, hätten diese beiden Anzeichen ausreichen müssen, um ein Uber zu rufen und sie von dort wegzubringen, bevor die Dinge hässlich werden. Aber jetzt ist es zu spät. Wir sind alle in einem wahrhaften Todesspiel gefangen mit Kameras in unseren Köpfen und wenn wir die Kameras blockieren, werden sie uns foltern. Die einzige Möglichkeit zu entkommen ist zu spielen. Vor diesem Hintergrund würde ich als erstes rausfinden, wer die gefährlichsten Spieler sind, damit wir ihre Schwächen ausnutzen und sie gegen sie verwenden können. Zum Glück haben wir 12 volle Stunden, also genug Zeit, um das zu tun, ohne unser Leben zu riskieren. Anton hier ist Personal Trainer, hat aber 5 Jahre in der südafrikanischen Armee gedient. Soldaten sind darauf trainiert, Bedrohungen zu erkennen und zu eliminieren, also würde ich genau das gegen ihn einsetzen. Wenn wir seine Aufmerksamkeit auf andere Spieler lenken und sie als Bedrohung erscheinen lassen, wird er sie ausschalten, was unsere Überlebenschancen erhöht. Keith ist ein Betrüger und Hochstapler, das heißt, er ist sehr anpassungsfähig und sehr gut darin, Menschen zu lesen, um zu bekommen, was er will. Wenn alles, was er sagt, eine egoistische Lüge ist, wissen die anderen Spieler, dass man ihm nicht trauen kann. Er ist ein ausgezeichneter Sündenbock, wenn es in der Gruppe Misstrauen gibt, und das ist der beste Weg, seine Fähigkeiten gegen ihn einzusetzen. Lea hier ist Tennisspielerin, was bedeutet, dass sie sehr ehrgeizig ist, und Jackson ist Bergsteiger. Ihre Fähigkeiten eignen sich nicht gut für ein Todesspiel, aber ihr Kampfgeist bedeutet, dass sie alles tun werden, um voranzukommen, und das macht sie gefährlich.
Glücklicherweise sind sie dadurch auch anfällig für umgekehrte Psychologie, denn sie müssen immer ihre Überlegenheit beweisen und das bedeutet, dass wir sie zu unserem Vorteil in gefährliche Lagen bringen können. Die anderen Spieler sind jetzt viel weniger gefährlich. Nick ist ein netter Kerl und Triathlet, Kat eine stumme Turnerin, Jackie ist Yogalehrerin und Sarah hier leidet unter starken Ängsten und hat keinerlei sportliche Fähigkeiten. Ihr Vertrauen zu gewinnen wird den größten Unterschied im Spiel machen, denn das bedeutet, dass wir sie nutzen können, um unsere Stärke in Zahlen auszudrücken. Und solange wir eine Gruppenmehrheit haben, die unsere Entscheidungen unterstützt, ist es viel einfacher, alle zu manipulieren, wenn es darauf ankommt. Als Sarah sich umsieht, entdeckt sie einen Pfeil, der auf den Boden gemalt ist und da sie keine andere Wahl haben, folgen sie ihm tiefer ins Lager. In der Zwischenzeit hat Chris sie beobachtet und rechnet sich schon seine Überlebenschancen aus. Alle seine Freunde haben sich versammelt, um ihre Wetten abzuschließen, aber der Gewinner wird nicht der sein, mit dem sie rechnen. Im Escape Room entdecken sie eine seltsame Kiste in der Mitte des Raumes. Keiner weiß, was ihn erwartet, und als Jackie die Kiste öffnet, entdeckt er etwas, das das Spiel verändern wird. In der Kiste befindet sich eine Machete, die offensichtlich dazu gedacht ist, sich gegenseitig umzubringen. Die Frau schlägt vor, die Klinge zurückzulassen, aber der Personal Trainer ist damit nicht einverstanden und geht nach vorne, um sie zu holen. Der paranoide Bergsteiger stellt ihn zur Rede und sie streiten heftig darüber, was zu tun ist. Der Trainer besteht darauf, dass es ihr einziger Ausweg sei und sie alle sterben werden, wenn sie sich nicht gegenseitig umbringen. Doch der Kletterer hat genug gehört. Plötzlich stößt der Jackie aus dem Weg und springt nach der Machete, bekommt aber einen harten Schlag ins Gesicht und lässt die Waffe fallen. Der Trainer hebt sie auf, verscheucht die anderen Spieler und geht auf den Kletterer zu, um ihm die Machete direkt in den Nacken zu schwingen und ihn zu töten. Damit sind zwei erledigt, es bleiben noch sieben. Die anderen rennen schnell aus dem Raum und als der Trainer sich beruhigt hat, sieht er die Tennisspielerin auf sich zukommen. Sie sagt dem Mann, sie sollen sich zusammentun, um die anderen zu töten, aber da bemerkt er, dass Keith da ist, durch die Schatten schleicht und gerade alles mitbekommen hat. Okay, jetzt wird es interessant. Wir sind gerade in einem Todesspiel, es ist auch ein Escape Room und das macht das Szenario extrem herausfordernd, denn jeder andere Spieler ist eine Bedrohung für unser Überleben, aber wir können die Rätsel nicht ohne sie lösen. Vorhin hat die Stimme an der Sprechanlage gesagt, dass wir einen Schlüssel zu diesem Labyrinth finden müssen und je mehr Leute uns helfen, desto erfolgreicher werden wir sein. Jetzt gefährdet die Machete diesen Plan, denn jemand wie Anton hier wird die Leute so schnell wie möglich töten wollen. Wir müssen die Lage schnell in den Griff bekommen, also würde ich hier versuchen, alle davon zu überzeugen, dass sie direkt in die Falle des Todesspiels tappen. Wir sollten suggerieren, dass die Entwickler wollen, dass wir die Spieler eliminieren, die es uns erschweren, den Schlüssel zu finden, damit niemand gewinnt. Das spricht direkt das Eigeninteresse jedes Spielers an, der Letzte zu sein, der entkommt, und das wird sie dazu bringen, zweimal nachzudenken, bevor sie jemanden töten. Ich würde auch zugeben, dass diese Machete irgendwann nützlich sein wird, entweder als Waffe oder als Werkzeug, um Rätsel zu lösen, und das bedeutet, dass wir sie mitnehmen sollten. Ich würde vorschlagen, dass das schwächste Mitglied der Gruppe sie in der Hand hält, da Sarah die am wenigsten bedrohliche Spielerin ist und niemand glaubt, dass sie es in sich hat, sie zu töten. Sobald sich alle einig sind, dass es in ihrem gemeinsamen Interesse liegt, zusammenzuarbeiten, können wir anfangen, ihnen Streiche zu spielen. Die soziale Dynamik wird immer angespannter, während die Uhr weiterläuft, und wir müssen diese Spannung zu unserem Vorteil nutzen. Am besten gelingt uns das, wenn wir den Konflikt aufgreifen und die negative Aufmerksamkeit auf einen Sündenbock lenken. Nichts eint eine Gruppe mehr als Angst, und wenn wir sie früh säen, können wir sie gegen Anton verwenden. Er war derjenige, der am meisten töten wollte, und wenn wir die Leute daran erinnern, können wir alle davon überzeugen, dass er der Erste sein sollte, der umgebracht wird. Wir können mit dieser Strategie noch einen Schritt weiter gehen und private Gespräche mit anderen Spielern führen, um ein falsches Drama zu erzeugen und jedem einen Feind zu geben. Wenn ich zum Beispiel zu Lea sage, dass Nick gesagt hat, sie sei die gefährlichste Spielerin und dass wir alle dumm wären, sie am Leben zu lassen, wird sich ihre Aggression für den Rest des Spiels auf Nick konzentrieren. In der Zwischenzeit verschnaufen die anderen, aber Sarah gerät in Panik. Jackie beruhigt sie, dass sie es lebend rausschaffen werden, aber dann bemerkt dieser Typ eine Reihe von Hologrammen auf dem Boden. Sie sehen aus wie Baseballe. Die Gruppe erkennt, dass dies Hinweise auf den Escape Room sein müssen und beschließt, der Spur zu folgen. Sie gehen weiter in das Labyrinth hinein, aber der Mann löst einen Laser aus und etwas trifft ihn am Kopf. Die Frau schaut nach ihm, um sicherzugehen, dass es ihm gut geht, und der Sportler bemerkt, dass er gerade von einem Baseballschläger getroffen wurde. Er will ihn mitnehmen, aber Jackie bittet ihn, niemanden damit zu töten, und er verspricht es. Sie gehen weiter durch das Labyrinth, als sie feststellen, dass sich der Weg vor ihnen in drei Gänge teilt.
Jeder Gang ist mit Hologrammen markiert, die eine Polizeimarke, eine Musiknote und eine Sonnenbrille zeigen. Wenn Sie diese Zeichen deuten, denken Sie, dass die Brille für Sonnenlicht steht und dies bedeuten könnte, dass der Weg zum Ausgang führt. Die Gruppe trifft ihre Entscheidung und geht weiter, ohne zu ahnen, dass sie gerade in eine Falle laufen. Auf der anderen Seite des Lagers hat das andere Team einen Raum voller Schlüssel betreten, die von der Decke hängen. Als Keith in der Nähe eine Tür entdeckt, schnappt er sich eine Handvoll Schlüssel und probiert sie am Schloss aus, aber keiner scheint zu funktionieren. Er glaubt, der Raum müsse ein Trick sein, um ihre Zeit zu verschwenden, und der Trainer macht sich frustriert aus dem Staub, während sie durch die Tür gehen und Keith zurücklassen. Er sieht etwas auf dem Boden und erkennt, dass es sich um einen Metalldorn handelt. Damit kann man leicht jemanden töten. Er versteckt die neue Waffe und folgt seinen Mitspielern. Die Gruppe geht durch das Labyrinth in der Hoffnung, die anderen Spieler in einen Hinterhalt zu locken, aber sie haben nicht bemerkt, dass sich jemand auf den Holzpaletten versteckt und jeden ihrer Schritte beobachtet. Sie finden den Weg zur Kreuzung, wissen aber nicht, welchen Weg sie nehmen sollen. Da entdeckt die Tennisspielerin ein Haarbüschel auf dem Boden. Es ist ein Zeichen dafür, dass die anderen diesen Weg genommen haben und führt ihr Team, das ihnen folgt. Inzwischen steht Jackies Team vor dem Korridor und hört in der Ferne ein seltsames Pfeifen, das sie darauf aufmerksam macht, dass etwas über den Korridor fliegt. Als sie genauer hinsehen, sehen sie, dass Nägel durch die Paletten geschossen werden. Es ist eine tödliche Falle, aber die Frau entdeckt, dass die Lichter in einem bestimmten Muster aufleuchten. Sie vermutet, dass sich auf der anderen Seite etwas Wertvolles befinden könnte und fasst schnell einen Plan. Sie bittet den Mann, sich die genaue Reihenfolge der Lichter einzuprägen. Um ihre Theorie zu testen, rennt die Gruppe den Gang entlang und bleibt im Licht. Okay, dieser Escape Room ist viel größer, als ich gedacht habe. Ein Blick auf die Uhr zeigt uns, dass wir schon seit über 6 Stunden herumirren und wertvolle Zeit verlieren, wenn wir nicht weiterdenken. Ich an ihrer Stelle würde als erstes dafür sorgen, dass sich die Gruppe aufteilt, um jeden der 3 Wege zu erkunden, denn dadurch werden andere Teile des Labyrinths sichtbar und es gibt vielleicht Waffen oder Ressourcen, die wir sammeln können, wenn wir wieder zusammenkommen. Wenn wir diese Gelegenheit nicht nutzen, schränken wir unsere Möglichkeiten stark ein und das war ein großer Fehler. Die Gruppe hat nicht bemerkt, dass Cat sie ausspioniert hat, aber wenn sie es getan hätte, hätte sie recht nützliche Informationen bekommen. Cat ist auf die Holzpaletten geklettert, um den Fallen auszuweichen, aber das Schockierende ist, dass sie dafür nicht bestraft wurde. Das zeigt uns, dass die Regeln fließend sind und es liegt an uns, mehr darüber herauszufinden, was wir tun dürfen und was nicht. Eine der besten Strategien in jedem Todesspiel ist, einen sicheren Weg zu finden, die Grenzen auszutesten, damit wir wissen, was wir tun können. Als erstes würde ich jemanden, der sportlich ist, ermutigen, die Wand hochzuklettern, denn wenn man über das Labyrinth hinaussehen kann, läuft man nicht Gefahr, in weitere Fallen zu tappen. Wenn diese Spieler etwas falsch machen, werden sie als Warnung gefoltert und das ist viel besser als der sofortige Tod, also ist es einen Versuch wert. Diese Denkweise ist das einfachste und effektivste Werkzeug, das wir haben, um das Spiel zu hacken, und sie gibt uns einen großen Vorteil gegenüber der anderen Gruppe. Ein mögliches Problem bei dieser Strategie ist, dass die Spielmacher die Regeln ändern könnten, wenn alle herausfinden, wie man das Labyrinth umgehen kann. Wenn das passiert, brauchen wir eine bessere Lösung für die Fallen, denn sie werden nur noch gefährlicher. In diesem Sinne schlage ich vor, dass jemand die Wand hochklettert und Paletten von oben herunterholt, damit wir sie als Schutzschilde benutzen können. Jackie war schlau genug, um herauszufinden, dass das Licht ihnen einen sicheren Weg zeigte, aber das reicht nicht. Es ist sinnlos, ein Rätsel zu lösen, wenn wir es nicht gut können und wenn jemand stolpert oder wir unser Ziel nur um Zentimeter verfehlen, wenn wir getötet werden. Wir müssen uns für jede Lage eine Ausweichstrategie überlegen und diese Holzpaletten sind die perfekte Lösung. In einem anderen Teil des Escape Rooms läuft Cat durch das Labyrinth und findet das Hologramm der Polizeimarke. Als sie dem Weg folgt, entdeckt sie einen Gang, der zu einer Reihe von Schließfächern führt, die der nächste Hinweis sein müssen. Als sie sich ihnen nähert, entdeckt sie das Symbol der Polizeimarke auf der Vorderseite und öffnet vorsichtig eine nach der anderen. Doch als sie die letzte Tür öffnet, schießt ihr eine Pistole an den Kopf. Währenddessen entdeckt Jackies Team eine Taschenlampe auf dem Boden, die Sarah aufhebt, um nach weiteren Hinweisen zu suchen. Die Yoga-Lehrerin bemerkt etwas Merkwürdiges und leuchtet damit auf den Boden, um 2 versteckte Schlüsselsymbole zu entdecken. Mit diesen Hinweisen sind sie ihrer Flucht einen Schritt näher gekommen. Der Spur folgend betritt die Gruppe einen Raum und findet direkt vor diesem Loch im Boden einen letzten Hinweis. Jackie schaut sich um und sieht einen Schlüssel von der Decke hängen. Das könnte der Schlüssel zur Flucht sein und durch eine Leiter versucht sie ihn zu erreichen. Vorsichtig bewegt sie sich über die Stützstreben, nimmt den Schlüssel in die Hand und wirft ihn ihrem Teamkollegen zu, doch dann geht alles schief.
Der Trainer tritt aus dem Schatten und greift die Athletin an. Der Schlüssel fällt zu Boden, Sarah hebt ihn auf und rennt zur Leiter. Sie klettert zur Sicherheit hoch und versucht, dem anderen Team zu entkommen, aber sie kann sich nicht lange halten und fällt von der Stütze. Entsetzt schreit Jackie auf und verliert das Gleichgewicht, während sie sich festhält, bis sie auf den Boden fällt. Keith geht in den Keller und findet Sarah auf dem Boden liegend. Er nimmt ihr den Schlüssel aus der Hand, doch plötzlich wacht sie auf. Die Frau bittet ihn um Hilfe und er beschließt, das Mädchen offiziell zu töten, sodass nur noch 3 von ihnen übrig sind. Der Mann geht schnell weg und will zur Tür zurück, aber sein Mannschaftskamerad hält ihn plötzlich fest. Der Trainer will wissen, wo der Schlüssel ist und Keith sagt ihm, dass er die Leiche noch nicht untersucht hat, aber der Mann weiß, dass etwas nicht stimmt. Die Tennisspielerin durchsucht die Leiche, findet aber nur die Taschenlampe. Sie erklärt ihren Teamkollegen, dass der Schlüssel fehlt und Keith meint, die anderen Spieler müssten ihn mitgenommen haben. Die Frau weist ihn jedoch darauf hin, dass er der Einzige ist, der die Treppe runtergegangen ist und merkt, dass er lügt. Als sie ihn zur Rede stellt, hält sie ihn fest, während sie seine Taschen durchsucht und den Metalldorn findet, mit dem er sie töten wollte. Ohne Schlüssel beschließt die Frau, dass sie ihn nicht mehr braucht und Keith rennt um sein Leben, während die Trainerin ihn verfolgt. Okay, für einen Betrüger ist dieser Kerl ein ziemlich schlechter Lügner. Der Raum ist offen, jeder kann sehen, was passiert und da Keith als Erster die Treppe runterkommt, wissen sie, dass er den Schlüssel genommen hat. Nicht einmal ein 7-Jähriger würde eine so offensichtliche Lüge erzählen und das war ein schrecklicher Fehler. Das heißt nicht, dass es eine gute Idee ist, ihnen den Schlüssel zu geben, denn das Problem ist, dass sie keinen Grund mehr haben, dich am Leben zu lassen, sobald sie ihn haben. Wenn ich hier wäre, würde ich zugeben, den Schlüssel zu haben, würde ihnen aber sagen, dass ich erkennen kann, zu welcher Tür er gehört. Wenn du dir den Schlüssel im Detail ansiehst, hat er eine einzigartige Klinge und passt nur zu einer bestimmten Art von Schloss. Also könnten sie davon überzeugt sein, dass ein Betrüger diese Information kennt. Das würde mich für sie unentbehrlich machen, denn selbst wenn es eine Lüge ist, würden sie mich vielleicht am Leben lassen, wenn sie glauben, dass wir die Tür schneller finden. Aber das ist nicht der einzige Fehler, den diese Spieler machen, denn wieder einmal denken sie nicht an ihre Umgebung. Erstens ist dieser Ort voller Gegenstände, die man als Waffen benutzen kann, aber noch interessanter ist, dass diese ganze Wand aus Glas ist. Hätten diese Idioten aufgehört zu kämpfen und sich umgeschaut, hätten sie gesehen, dass es überall im Raum Ausgänge gibt, für die man keinen Schlüssel braucht. Und so nah waren sie der Flucht noch nie, seit das Spiel begonnen hat. Natürlich ist es ein Risiko zu versuchen zu fliehen, weil die Spieldesigner alles durch unsere Kopfkameras sehen können, aber das bedeutet, dass wir kreativ sein müssen. Wenn man hier hinschaut, sieht man eine brückenähnliche Struktur und die Geschwindigkeit und die Flugbahn des vorbeifahrenden Objektes sagt mir, dass es ein vorbeifahrendes Auto ist. Das bedeutet, dass sich dieses Lagerhaus in der Nähe der Zivilisation befindet, vielleicht sogar am Rande einer Stadt. Ich habe vorhin gesagt, dass ich die Gruppe aufteilen würde, wenn wir die 3 Wege erreichen würden und wenn wir das getan hätten, wäre es möglich, dass wir diese Waffe hier mitgenommen hätten. Wenn es eine Standard-Polizeipistole ist, könnte es eine Beretta sein und mit 3 Patronenhülsen im Fach könnten noch 7 bis 12 Kugeln drin sein. Anstatt aus der Tür zu rennen und zu riskieren, getötet zu werden, würde ich die Waffe benutzen und aus dem Fenster schießen, um Autos im Verkehr zu treffen. Wenn wir Glück haben, könnte das die Polizei dazu bringen, das Lagerhaus zu durchsuchen. Im ganzen Labyrinth scheint es keine weiteren Überwachungsmonitore zu geben. Solange also alle ihre Kameras auf das Geschehen gerichtet sind, wissen die Spieldesigner nicht, was wir tun und es ist ein Versuch wert. 3 Stunden vor Schluss wacht Jackie plötzlich auf, doch als sie sich von ihrem Sturz erholt, sieht sie ihren toten Teamkollegen. Die Yoga-Lehrerin fängt an zu weinen, doch dann schleicht sich jemand an sie heran und dreht sich um einen anderen Spieler zu sehen. Es ist die mysteriöse Cat und die beiden Kandidatinnen sind bereit für einen Kampf, aber sie hat Mitleid und lässt die Waffe fallen. Jackie ist erleichtert, dass sie nichts Böses im Schilde führt und schlägt vor, dass sie zusammenarbeiten, um ihren Freund Nick zu finden. In der Zwischenzeit hat Keith überlebt, aber sein Bein ist schwer verletzt und versteckt sich in einem Raum, weit weg von den anderen Spielern. Er versucht einen Schluck aus dem undichten Schlauch zu nehmen, muss aber feststellen, dass der gar nicht mit Wasser gefüllt ist. Frustriert wirft er den Schlüssel weg und verschnauft, als er in der Ferne jemanden kommen hört. Wenige Augenblicke später betreten die Frauen den Raum. Als sie sich umsehen, finden sie den Schlüssel auf dem Boden und nehmen ihn an sich. Endlich können sie diesem Ort entfliehen. Doch während sie feiern, kommt Keith aus seinem Versteck. Er überrascht die Frau mit einer Metallstange und einem Stein. Er zeigt ihnen, dass sie in einer Benzinpfütze stehen und will gerade ein Feuer entfachen, als er von hinten niedergestochen wird. Die Frauen sind schockiert, als sie sehen, dass Nick den Mann getötet hat, um ihr Leben zu retten.
und damit sind 4 tot und 5 noch übrig. In einem anderen Teil des Labyrinths finden die anderen Spieler die Ausgangstür, aber als die Frau die Klinke ausprobiert, stellt sie fest, dass sie verschlossen ist. Sie sind gefangen, aber sie weiß, dass alle hierher kommen werden, um zu entkommen, also müssen sie nur warten, bis die Überlebenden zu ihnen stoßen. Jackies Gruppe geht tiefer in das Gebäude, um einen sicheren Platz zum Verstecken zu finden, und Cat sagt ihren Teamkollegen, dass sie sich umsehen wird. Die Yoga-Lehrerin nimmt ihr das Versprechen ab, wiederzukommen, und gibt ihr den Schlüssel als Versicherung, sie nicht zu verraten. Jackie lässt sie gehen, versorgt die Wunde des Mannes und wickelt sie in ihr Hemd. Sie setzt sich zu ihm auf die Bank und dankt ihm für die Rettung ihres Lebens, ist aber enttäuscht, dass er sein Versprechen, nicht zu töten, nicht eingehalten hat. Der Mann gibt ihr zu verstehen, dass er alles tun würde, um sie zu beschützen, und sie küsst ihn. Die Zeit für alle wird knapp und sie trösten sich gegenseitig, denn sie wissen, dass sie bald ums Überleben kämpfen werden. Okay, jetzt sind nur noch 5 Spieler im Spiel und das bedeutet, dass es Zeit ist, böse zu werden. Jackie hat nicht die Kraft, um ihr Leben zu kämpfen, aber zum Glück gibt es viele andere Möglichkeiten zu überleben und eine davon ist die Liebe. Es ist interessant zu wissen, dass gefährliche Situationen die Erregung eines Menschen steigern, was als Hängebrückeneffekt bekannt ist. Gefühle wie Angst und Liebe sind sehr ähnlich und wenn man sich in einer lebensbedrohlichen Lage befindet, kann man sie leicht verwechseln. Klinische Psychologen nennen dies Erregungsfehlerattribuierung und 1979 wiesen sie dies in einem bahnbrechenden Experiment auf diesem Gebiet nach. Sie ließen 85 männliche Testpersonen auf 2 verschiedene Brücken auf eine weibliche Interviewerin treffen. Eine Brücke war stabil, die andere eine wackelige Hängebrücke. Sie fanden heraus, dass die Testpersonen auf der wackeligen Brücke am nächsten Tag eher bereit waren, die Telefonnummer der Interviewerin anzurufen. Das zeigt, dass Angst Menschen in gefährlichen Lagen attraktiver macht. Ob sie es weiß oder nicht, Jackie nutzt die emotionale Verwirrung des Mannes aus und manipuliert ihn, damit er sie nicht tötet. Das ist eine großartige Taktik und wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre, hätte ich diese Strategie schon viel früher ausprobiert. Es waren noch 3 andere Männer im Spiel und wenn sie im Moment erhöhter Angst und Unruhe Attraktivität suggeriert hätten, hätten sie vielleicht alle noch einmal darüber nachgedacht, bevor sie versucht hätten, uns zu töten. Nicht jeder hat die gleichen körperlichen Fähigkeiten wie ein Triathlet oder Soldat, also müssen wir alle uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen und der Deal war die klügste Entscheidung, die sie treffen konnte. Jackie und der Athlet schlafen ein, werden aber von Cat geweckt, die darauf besteht, dass sie ihr folgen. Als sie zum Labyrinth zurückkehren, sehen sie, dass die gegnerischen Spieler auf sie warten und die Gruppe schmiedet schnell einen Plan. Da die anderen den Schlüssel haben wollen, schlägt der Mann vor, dass Jackie ihn als Köder benutzt, um den Trainer von seinem Partner wegzulocken, damit Nick ihn töten kann. Die Frau weist darauf hin, dass ihre Feinde sie für tot halten. Wenn sie also mit Cat die Kleider tauscht, können sie die Spieler verwirren und ihn auflauern. Der Plan steht, Jackie lenkt das andere Team ab und der Trainer nimmt die Verfolgung auf. Er folgt der Frau tiefer in das Lagerhaus, während Cat die Tennisspielerin zur Rede stellt. Die Frau schlägt sie mit einem Schlagstock und wirft ihre Gegnerin zu Boden. Beide wissen, dass nur eine von ihnen diese Lage lebend überstehen wird und tun alles, um zu überleben. Währenddessen rennt Jackie in ein Zimmer und versteckt sich hinter Möbeln, während der Trainer auf der Suche nach seinem Ziel eintritt. Plötzlich überrascht sie ihn und schüttet einen Eimer Benzin über seinen Körper. Sein Freund Nick versucht ein Feuer zu machen und ihn zu verbrennen, aber er ist zu langsam. Der Trainer schneidet ihm in den Rücken und er fällt zu Boden. Der Schmerz ist kaum auszuhalten, aber als er sieht, dass die Frau in Gefahr ist, zündet er mit letzter Kraft das Benzin an. Die offenen Flammen bewegen sich auf den Trainer zu und züngeln an seinem Körper hoch. Jackie weicht entsetzt zurück und sieht, wie er bei lebendigem Leibe verbrennt. In diesem Moment betritt Jackie wieder den Raum. Sie rennt zu ihm und hebt den Mann vom Boden auf, damit sie gemeinsam fliehen können. Im anderen Raum wirkt Cat die Tennisspielerin und es sieht so aus, als würde sie sie töten, aber die Frau nimmt den Metallspieß aus ihrer Tasche und sticht ihn direkt in den Kopf der Spielerin. Das sind 6 Tote, 3 leben noch. Sie steht wieder auf und durchsucht die Kleider der Toten nach dem Schlüssel. Als sie ihn findet, krabbelt sie zur Tür und versucht sie aufzuschließen. In diesem Moment nähert sich Jackie von hinten und die beiden stehen sich gegenüber, bereit für einen Kampf auf Leben und Tod. Als die Tennisspielerin den Schlagstock in den Händen der Toten sieht, will sie nach der Waffe greifen und wird mit einem Schlag enthauptet. Okay, Nick gelingt es, seine Freundin zu retten, indem er den Mann anzündet, aber die beiden haben ein entscheidendes Detail übersehen, mit dem sie das Spiel mit mehr als einem Sieger hätten beenden können.
Ich an ihrer Stelle hätte versucht, das Lagerhaus anzuzünden, denn das ist sicherlich eine der effektivsten Möglichkeiten, um Hilfe zu signalisieren. Wir wissen ja, dass wir uns in einer städtischen Umgebung befinden und wenn das Lagerhaus in Flammen aufgeht, wird das wahrscheinlich die örtliche Feuerwehr alarmieren. Wenn das passiert, braucht sie weniger als 20 Minuten, um aufzutauchen. Und da wir noch 3 Stunden Zeit haben, könnte das alle retten. Um ehrlich zu sein, ist das eine sehr riskante Strategie. Denn wir müssen uns überlegen, was die Spieldesigner tun würden, wenn sie rausfänden, dass wir das Lagerhaus abbrennen. Es ist möglich, dass diese Strategie sie dazu zwingt, das Todesspiel aufzugeben. Aber da wir alle ihre Gesichter gesehen haben, würden sie wahrscheinlich keinen von uns am Leben lassen. Aber es gibt eine Sache, die wir tun können, um das zu verhindern. Zunächst einmal müssen wir davon ausgehen, dass sie klug genug sind, nicht von der gleichen Stelle aus zuzuschauen, weil sie sich nicht in Gefahr bringen wollen. Wenn ihre einzige Möglichkeit, das Spiel zu beobachten, die Kopfkameras sind, können wir dafür sorgen, dass sie nicht sehen, was wir vorhaben, aber nur, wenn wir zusammenarbeiten. Als die Ansagerin ihnen die Regeln erklärte, sagte sie, dass sie mit einem hohen Ton gefoltert würden, wenn sie die Sicht in irgendeiner Weise behinderten. Auch wenn es sehr schmerzhaft ist, schlage ich vor, dass wir alle unsere Kameras abdenken und uns der Folter unterziehen. Auf diese Weise können wir sicher das Feuer entzünden, ohne dass die Designer es merken und wir haben genug Zeit, den Raum zu verlassen. Es ist wichtig daran zu denken, dass wir, selbst wenn wir das Spiel gewinnen, bereits ihre Gesichter gesehen haben und das bedeutet, dass wir auf keinen Fall ein normales Leben haben werden. Das bedeutet, dass die beste Möglichkeit, die wir haben, immer noch darin besteht, Hilfe von außen zu suchen. Und so riskant das auch sein mag, es hat mehr Chancen auf Erfolg als alles andere. Als die Zeit abläuft, versucht die Yoga-Lehrerin, die Tür gewaltsam zu öffnen, aber der Sportler erinnert sie daran, dass sie gefangen bleiben wird, bis nur noch ein Überlebender übrig ist. Er muss sterben, damit sie entkommen kann, und bittet die Frau, ihn zu töten, aber sie weigert sich, dies als einzige Möglichkeit zu akzeptieren. Verzweifelt überlegt die Frau, was sie tun soll, als sich plötzlich die Tür öffnet. Beide können fliehen, doch dann sieht sie, dass ihr Freund tot ist und sie die letzte Überlebende ist. Es gibt 8 Tote und Jackie ist die Gewinnerin dieses Todesspiels. Draußen weint sie vor Erleichterung, dass sie es lebend rausgeschafft hat. In diesem Moment kommt ihr Begleiter Chris heraus, um ihr zu gratulieren, und sie fällt vor Erschöpfung in Ohnmacht. Als Jackie aufwacht, befindet sie sich in einem fremden Schlafzimmer und ist überrascht, Chris neben sich sitzen zu sehen. Er versichert ihr, dass sie in Sicherheit ist, aber das Einzige, was sie interessiert, ist, warum er sie gezwungen hat, ein Spiel auf Leben und Tod zu spielen. Chris erklärt ihr, dass sie zu einer elitären Gruppe gehört, die buchstäblich mit dem Leben von Menschen spielt. Jedes Mitglied ist ein Überlebender dieser Turniere und nach der letzten Nacht ist sie offiziell ein Mitglied dieser Gruppe. Die Frau versteht das nicht, aber dann erinnert sie sich, wie sie auf einen Hügel ging und einem Mann mit einer Machete den Kopf abschlug. Es ist eine unterdrückte Erinnerung an ihre Initiationszeremonie und sie schreit um Hilfe, weil sie die Situation nicht aushält. Später versucht sie, den Raum zu verlassen und trifft auf Chris' Freunde, die auf sie warten. Sie versprechen, Jackie freizulassen, erzählen ihr aber, dass ihre Mitbewohnerin ermordet wurde und die Polizei glaubt, dass sie es war. Sie machen ihr klar, dass sie nichts von dem Gefängnis retten kann und Jackie schließt die Tür, fest entschlossen, einen Fluchtweg zu finden. An diesem Abend verbringt Jackie Zeit mit dem reichen Mann und fragt ihn, warum er nicht wettet. Er erklärt ihr, dass es seine Aufgabe sei, das Spiel zu leiten und sie fragt ihn, ob sie ihm dabei helfen könne. Die Frau weiß, dass es das Beste ist, bei dem Mann zu bleiben und das bedeutet, dass sie alles tun muss, um Chris Gunst zu gewinnen. Sie versucht, ihn zu verführen, aber der Mann weist sie mit der Begründung zurück, dass ihn das nicht mehr errege. In ihrer Verzweiflung, dass ihr Plan nicht aufgeht, fragt sie Chris, was ihn erregt und er zeigt ihr diese Mappe. Es sind die Chemikalien, mit denen die Spieler betäubt werden und er ahnt nicht, dass Jackie alles hat, was sie braucht, um sich zu rächen. Später führt die Frau ihr Date in einen Club, in dem sich die anderen Spieler für ihr nächstes Todesspiel versammelt haben und alle nehmen einen Schluck, aber das war ihr größter Fehler. Die Spieler werden ins Lagerhaus gebracht und die Clubmitglieder wachen auf und merken, dass sie betrogen wurden. Jackie verkündet über die Sprechanlage, dass sie nicht mehr lange zu leben haben und nichts tun können, um ihrem Schicksal zu entgehen. Sie überlässt sie dem gemeinsamen Tod und Chris wird das Gefühl nicht los, als hätte er links abbiegen sollen. Aber was denkst du? Wie würdest du Head Game besiegen? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du magst, like und abonniere uns für noch mehr Videos wie dieses. Vielen Dank und hab noch einen verdammt guten Tag.